bei Friendly Mr. Z. Hier sind meine Flops für 2022 und weil ich weiß, dass ihr alle keine Zeit habt, versuche ich das schnell zu machen. Top, die Wette gilt. Meine Flop-Serie dieses Jahr war Great Cherry Cask Experience von Tilo the Cask Hound. Das Ding war gar nichts, hat mir nicht gefallen, schwierig. Dann auf Platz 3 ist Nicknean Huntress. Komische Abfüllung, hat mir auch nicht gefallen. War irgendwie, weiß ich nicht, konnte man nicht so wirklich trinken und diese Special-Abfüllung von Nicknean holen mich auch wirklich alle nicht so ab. Die sollen lieber bei ihren Standardabfüllungen bleiben, die sind wesentlich besser. Dann Platz 2 meiner Flops 2022 ist Canadian Club 1858. Habe ich beim Aldi mitgenommen für kleines Geld. Konnte man absolut nicht so gut trinken, würde ich mal sagen. Hat nicht umsonst 2 Daumen hoch bekommen. Ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, sich den zu holen. Kein leckeres Zeug, schmeckt einfach nicht. Und für mich der Verlierer dieses Jahr, muss ich leider hier wieder einblenden, weil habe ich nämlich auch keine Flasche mehr von da, ist der Glasgow Peated Masala, das Single Cask, was exklusiv, glaube ich, für Kirsch abgefüllt worden ist. 1 bis 2 Daumen hoch. Jeder, der ein Video gesehen hat, weiß, das Zeug war absolut nicht lecker und ich glaube, es war erwartbar, dass das vielleicht mein schlechtester Whisky in diesem Jahr sein wird. Das war's auch schon, das waren die Flops für 2022. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß bei eurer Silvesterparty. Guten Rutsch jetzt gleich und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ab nächste Woche wieder neue Videos. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Euer Friendly Mr. Z.